Hast du? Ja? Ist das so gut so? Ja, okay. Jawohl. Also, um das mal loszuwerden, dass ich das erste Mal da bin, aber vielleicht auch das letzte Mal. Weil ich noch nicht weiß, wie das Jahr am Ende alles für mich ausgehen wird. Weil es ja eh irgendwie jeder gegen jeden und einer gegen alles und am Ende alle für einen sind. Und ich, derjenige, der am Ende ist, der von dem ganzen Kuchen gar nichts kriegt. Und du ganz bestimmt nicht, weil du als Zuschauer bist, Zuhörer bist, der alles kriegt. Weil er Eintritt bezahlt hat und die Kultur unterstützt, auch wenn du in der letzten Reihe sitzt. Du entscheidest für oder gegen, wie Cäsar, über Leben und Tod im weitesten Sinne. Wobei für mich das entscheidend wird für meine nächsten Schritte. Doch werde ich nicht weiter versuchen, euch für mich zu manipulieren, damit eure Hände für mich am Ende, wenn es um Leben und Tod geht, am meisten und am lautesten applaudieren. Nein, ich höre jetzt auf. Ich will ja schließlich nur was sagen, weil ich das Gefühl habe, dass mir sonst keiner zuhört und ihr sogar Geld dafür bezahlt, um meinen Worten zu lauschen. Und das wäre mal was ganz Neues für mich. Und das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Es gibt ja schließlich tagtäglich ganz andere, gar nicht dabei wären, weil immer wieder klar wird, wie krass einem manche Dinge auf den Sack gehen. Einmal wieder klar ist, dass keiner seine Träume wahr wird durch Menschen, die wie du und ich aussehen, sich aber nicht wie du und ich benehmen. Nein, ganz im Gegenteil. Ich kann es mir leisten. Weil ich habe ja die Klamotten an, ich habe das iPhone am Start und habe den Look, der den Maßstab gibt. Weil ich der Wahre bin, der weiß, worum es geht. Ich lebe zwar für Schall und Rauch und den Strom, den man Ratenzahlung Flatscreen verbraucht, aber wen stört das schon? Man sieht mir ja nicht an, dass ich nur das Geld von anderen ausgeben kann und dass es nicht an meiner Bewerbung lag, dass ich keinen Job habe, sondern nur an meiner Einstellung. Und dann gibt es noch andere, nicht weniger originellere, die sich denken, also ich studiere und Mami und Papi haben mich gut situiert. Und solange das so ist, kann ich auch den Kragen hochschlagen, den meine Mutti mir gebügelt hat und das Geld ausgeben, für das mein Papi gebuckelt hat. Und solange das so ist, kann ich auch behaupten, dass meine Seite die Überholspur ist. Und alles, was ich mache, ja was Besseres ist. Logisch, weil ich ja länger auf der Schulbank sitze und so. Und alles, was ich praktiziere, ja was Hochintellektuelles ist. Ich bin's, weil ich verstanden habe, worum es geht. Dass es nur ums Geld geht und auch nur mit Geld geht. Weil ja sonst nichts geht. Wie soll ich nur ein Polo tragen, auf dem nicht Lacoste steht? Und das sind Leute, die mir wahnsinnig auf den Sack gehen. Die mich dumm anglotzen und mich dumm ankotzen. Und dann gibt es auch noch die Leute, die mir wahnsinnig wegen ihrer lauthalsen Prahlerei in der Straßenbahn ankotzen. Was soll ich noch machen, außer wegsehen und weghören? Am besten gar nicht mehr Straßenbahn fahren, am besten gar nicht mehr aus dem Haus gehen. Auf die Straße gehen ist ja auch schon ein Problem, weil bei Regen einen die Leute nicht sehen. Denn die Farbe des Schirms zum Outfit ja viel wichtiger ist als Rücksicht. Lieber wollen sie mir ihr Augenlicht nehmen mit ihrem rücksichtslosen Benehmen und ihrem scheiß Schirm. Und weil ihr mir so auf den Sack geht, sehe ich schon fast jeden Morgen meine Nerven in der gerade verpassten Straßenbahn davonfahren, in der ich ja jetzt auch schon nicht mehr sitzen will. Ist Rücksicht und Vernunft nicht mehr angesagt, oder was? Was wäre also, wenn H&M mal ein Buch über Respekt und Rücksicht gegenüber seinem Nächsten rausbringen würde? Würdet ihr dann auch vor der Hütte pennen, um die Ersten zu sein, die es kaufen können? Ich glaube, wenn es das in den verschiedenen Farben geben würde, schon. Weil dann passt es ja zum Outfit. Was? Wenn nur allzu viele Idioten ihre scheiß McDonalds-Tüten nicht bei 180 aus dem Fenster schmeißen würden, sondern den Gestank und Müll, auf den sie sich so lange gefreut haben, im nächsten Mülleimer entladen. Wenn jeder seinen Müll nicht auf dem Boden liegen lassen würde, hätte ich ein echtes Problem, meine Kippe wegzuschnippen, weil ja alles schick, schön, sauber ist. Dann wird auch der Dreck, den ihr von euch lasst, mehr auffallen. Aber so ist eh schon alles beschissen und dann kann es auch so bleiben. Und alle laufen heiter weiter und versuchen stets immer bei allem mitzuhalten. Aber nicht mit mir, denn ich kann nicht Schritt halten mit euch und eurem hirnverbrannten Zeug, das ihr Leben nennt und dabei eure Umwelt verkennt, sie wie Dreck behandelt. Und im krassen Gegensatz dazu darf es ja nur Fairtrade-Kaffee sein oder Eier aus Freilandhaltung. Und dabei schmeißt ihr den Pappbecher, in dem euer rücksichtsvoller Kaffee sitzt, rücksichtslos auf den Boden und regt euch im gleichen Moment darüber auf, dass die Stadt doch mal wieder hier sauber machen könnte, weil es ja so dreckig ist. Scheiße ist das Scheiße, wenn ihr nur Ansatz würdet, wenn es nur halb so wichtig sein würde, wie eure Klamotten und eure Art, wie ihr auf andere wirkt, wenn es auch nur halb so wichtig wäre, wie eure nach außen getragene Fassade, auf der ihr alle wie Supermodels aussehen wollt, wäre die ganze Welt ein ganzes Stück besser. Ich will auch klarstellen, dass ich das gar nicht hier, sondern eigentlich jedem ins Gesicht sagen sollte, da draußen, wo es mal wieder gerade passt.
Ich stehe hier, wie so viele anderen, die ganz bestimmt nicht gehört werden, auch wenn sie es vielleicht verdient hätten. Und selbst, wenn alle unsere Worte gehört werden, was dann? Stehe ich dann morgen auf und alle gehen Arm in Arm zur Arbeit und reißen sich darum, wer wieder was zuerst in den Mülleimer schmeißt? Ist dann wieder Nachbarschaftsliebe angesagt? Und in der Stadt lieben es die Leute, die Tür von der Straßenbahn aufzuhalten? Nein, ganz bestimmt nicht. Weil jeder nicht Zeit, sondern nur Zeitdruck kennt. Aus diesen Gründen auch keine Lust, keinen Bock und keinen Kopf hat. Und deswegen nur die Scheiße frisst, die oben schwimmt. Dass ich euch jetzt beschreibe und in eure Schublade scheiß, ist ganz allein eure Schuld. Genauso ist es eure Schuld, dass Mädels, die schön sind, sich hässlich magern. Typen, die eigentlich schlau sind, sich zu dumm transformieren, weil sie bei euch dabei sein wollen. Sie pubertieren und denken, sie wären ganz weit oben. Ich sag euch, Scheiße schwimmt oben. Und das weiß jeder, wer das Porzellanschneewittchen mal getroffen hat. Jeder von euch trägt also eine Mitschuld dafür, dass ich täglich kurz vor dem Ausrasten bin und eine Handvoll von Menschen nach so einem Abend hier verwirrt nach Hause gehen, wegen meiner Raserei. Lasst uns doch mal alle liebevoll einen Gang zurückschalten. Und jetzt, wo ich mir mal 5 Minuten gegönnt habe, um rücksichtslos alles rauszuknallen, was mir in puncto Rücksicht und Charakterzüge auf den Sack geht, wo ihr euch 5 Minuten oder vielleicht sogar mehr Zeit genommen habt, um euch ein Bild zu machen und danach einen Applaus zu verfassen, wie sehr ihr dagegen oder dafür seid, wünsche ich mir keine Veränderung von euch, sondern von jedem von euch mehr Zeit. Die Jury. Susi Müller, die ist, glaube ich, damals die Stimme.